Schönheit. Wer wahre Schönheit sucht, findet sie in den großen Museen. Die schönsten Porträts der schönsten Frauen. Wenn man also das heutige Schönheitsideal thematisieren möchte, ist dann nicht das Museum der ideale Ort? Also haben wir einen Künstler beauftragt, das zeitgenössische Schönheitsideal mit Öl auf Leinwand festzuhalten, im Stil der alten Meister. Die drei Ölgemälde haben wir dann in einem der bedeutendsten deutschen Museen ausgestellt, im Städelmuseum in Frankfurt. Den Schlüssel zu den schockierenden Bildern lieferte der Begleittext. Schönheitsideale ändern sich. Medien, Kosmetik und Modeindustrie diktieren Körpermaße, die bei gesundem Essverhalten unerreichbar sind. Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie werden so selbst zum Trend. Während im Ausland Models mit einem Body-Mass-Index unter 18 keine Arbeitsgenehmigung mehr bekommen, spielt man in Deutschland das Thema immer noch herunter. Helfen Sie uns bei Prävention und Aufklärung. www.antianorexia.net. Das Projekt der deutschen Anti-Anorexie-Initiative ANAT sorgte schnell für Aufmerksamkeit unter Museumsbesuchern und darüber hinaus. Lokale und überregionale Zeitungen berichteten über die Aktion.